Ihr seht eine Videoserie zu Exponaten aus der Klimaarena Sinsheim. Anna und Nina nehmen euch also mit auf eine Entdeckungsreise. Anna ist 18 Jahre jung und beschäftigt sich mit kreativen Lifestyle-Videos auf TikTok. Nina ist etwas älter, sehr erfahren und doch jung geblieben. Die Ernährungswissenschaftlerin und Museumspädagogin aus Leingarten leitet das 17-köpfige Besucherteam in der Klimaarena. Euch allen viel Spaß mit ihren Botschaften. Wir stehen alltäglich vor so vielen Entscheidungen, aber woher sollen wir denn wissen, welche die richtigen fürs Klima sind und welche wir lieber nicht treffen sollten? Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns? Auf jeden Fall. Und es stimmt auch, wir stehen jeden Tag vor ungefähr 100 Entscheidungen alleine in dem Bereich Einkaufen. Wir können uns also jeden Tag entscheiden für ein Produkt oder gegen ein Produkt. Und es gibt, sagen wir mal so, übergeordnet drei große Tipps, wie wir CO2 auf jeden Fall einsparen können. Der eine Tipp ist, nichts kaufen, was man nicht unbedingt braucht. Ja. Oder auch Sachen weiter benutzen, weiter verschenken oder Upcycling draus machen. Da spart man schon sehr viel CO2 ein. Der nächste Tipp ist, nichts kaufen, was mit dem Flugzeug transportiert wurde. Klar. Und der dritte Tipp ist, hast du bestimmt schon gehört, weniger Fleisch essen. Ich bin auch selbst Vegetarierin, also da achte ich auf jeden Fall sehr drauf. Wunderbar, genau. Schauen wir uns das mal hier beim Einkaufsberater an. Schau, Anna, hier haben wir unseren Einkaufsberater. Wir haben ja vorhin festgestellt, man hat bis zu 100 Entscheidungen am Tag zu treffen. Wie kann man das Klima schützen oder was ist nicht so gut? Und hier bekommt man Hilfen. Man muss auch sagen, hier geht es um den CO2-Fußabdruck. Das heißt, die ganzen Treibhausgase, die ausgestoßen werden, werden die Wirkung von CO2 umgerechnet. So bekommt man dann den CO2-Fußabdruck von jedem Lebensmittel. Schau mal, drück mal auf Schließen. Genau, und jetzt such dir mal ein Lebensmittel aus. Zum Beispiel vielleicht den Mango. Ja, wunderbar. So gut. Schau mal, da steht es jetzt auch. 170 Gramm. Das sind jetzt die Kohlendioxidäquivalente pro 100 Gramm. Und jetzt weißt du noch, wir hatten ja vorhin die drei Tipps. Und der zweite Tipp war, man sollte nichts kaufen, was in einem Flugzeug transportiert wird. Und genau das ist bei der Mango meistens der Fall. Jetzt gucken wir mal ein anderes Lebensmittel oder ein Obst. Ja, die Erdbeeren. Erdbeerzeit. Genau. Wow, hier sieht man jetzt, dass es nur 30 Gramm sind. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Genau, und sogar hier bei den Erdbeeren muss man ein bisschen drauf achten. Am besten sind natürlich die Erdbeeren aus dem eigenen Garten, wenn einer so eine Möglichkeit hat. Oder auf jeden Fall die Erdbeeren, die aus der Region gekauft werden. Wir haben ja nicht nur Essen, sondern auch ganz viele verschiedene Lifestyle-Produkte, die wir im Alltag benutzen. Zum Beispiel sowas wie Bücher oder Magazine. Wie sieht es denn da aus? Was ist denn da die nachhaltigere Option? Ein Buch oder ein E-Book-Reader? Wie sieht es da aus? Schauen wir es uns doch mal an. Guck mal, nochmal auf alle Kategorien. Genau, dann auf Non-Food. Wunderbar. Und jetzt gehen wir erstmal auf Buchreihe. Schauen wir uns das mal an. Wie hoch ist hier der Klimafußabdruck? 820 Gramm. Genau, 820 Gramm Kohlendioxidäquivalent pro Ausgabe. Das ist recht viel. Ja. Wenn wir jetzt Recyclingpapier benutzen, dann können wir diesen Klimafußabdruck auch um 20% noch verringern. Aber trotzdem, warum ist es viel? Weil man ja meistens ein Magazin wieder wegwirft. Ja. Es kommt dann in den Müll und es ist schade. Auch ein Buch liest man ja nur einmal eigentlich. Genau. Jetzt gucken wir es uns mal an, wie es aussieht, wenn wir uns jetzt einen E-Book-Reader kaufen. Da ist erstmal deutlich mehr, nämlich 8 Kilogramm Kohlendioxidäquivalent, aber wie viel? Man kann unendlich viele Bücher auf dem E-Book wieder laden, deswegen gleicht es sich wahrscheinlich auch wieder aus. Genau, also deutlich mehr. Aber sogar beim E-Book-Reader muss man eine Einschränkung machen. Wenn man sich jetzt einen E-Book-Reader kauft und sagt, ja, okay, ich benutze ihn ab und zu mal, dann ist es auch nicht sinnvoll. Wenn, dann sollte man den E-Book-Reader wirklich dauerhaft benutzen, immer wieder die neuesten Sachen draufladen, die man sich sowieso kaufen würde. Das wäre dann sinnvoll.